Hey, hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Scrum Mechanic Zuschauer Creations! Oh mein Gott! Und zwar, ihr seht schon, wir haben wieder Fahrgeschäfte! Und zwar sitze ich gerade in einem Jekyll and Hyde, Freunde, und der Yolo ist dabei. Hallo Yolo! Oh, ich hab's ja gesagt, ich weiß nicht, war das in der in meiner vorgestrigen Folge war das. Habe ich das City Skylines gemacht, habe ich ja erzählt, dass mit dem Yolo das mal so ein bisschen schwierig ist und dass wir das nur am Wochenende machen können. Und ja, jetzt ist Wochenende, ich habe den Yolo am Start und Yolo ist dabei und geil. Und ihr seht schon, ich sitze hier in einem richtig schönen Fahrgeschäft. Ich werde euch gleich zeigen, von wem diese drei Fahrgeschäfte sind. Ich bin so aufgeregt, verplapper ich mich hier die ganze Zeit. Bremse. Ja, und ihr seht schon, Jekyll and Hyde, und es sieht einfach unfassbar geil aus. Unfassbar geil. Jetzt hänge ich hier oben fest. Ja, hier oben ist ein bisschen windig. Hallo, kannst du mich mal ein bisschen runterholen? Hallo, steig doch nicht aus. Ich will wieder runter. Mami, bitte. Ich habe mir in die Hosen gekackert, bitte. Ich sitze in meiner eigenen Scheiße. Hol sie mich runter. Schnell, schnell. Oh nein, jetzt habe ich auch noch reingepinkelt. Ah! Scheiße, der sitzt ja doch da oben fest. Meine Nachbarn denken mich schon auch so, WTF. Springen, ne? Meine Nachbarn denken mich schon auch so, Alter, was labert der für ein Scheiß? Tja, so ist das halt, ne? Man kackt sie halt ein, wenn man kann. Jungs, so, auf jeden Fall. Springen Sie, ich fange sie schon. Ja, du fängst mich. Sie. Es sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Ich kann nicht, der Bügel ist unten. Okay, das lässt sich vielleicht noch ändern. Ja, das ist aber mal ein Argument, So. Jetzt spring, Jungchen. Fängst du mich wirklich auf? Ja. Bist du dir sicher? Ja. Onkel, ich bugge. Ja, Gott. Oh Gott, was ist das für ein Dicker? Oh Gott, weg hier. Tot. Beine gebrochen, tot. Es geht leider. Ich kann nicht. Wahrscheinlich nicht mal deine Beine gebrochen, sondern alles, Alter. Wahrscheinlich immer nur so ein Fleck. Du kommst mit dem hier runter. So ein Fettfleck, so ein riesen Fettfleck jetzt hier so. Jetzt muss er was sauber machen. Und randalier hier nicht, Alter. Auf jeden Fall, hier haben wir wieder den Jekyll and Hyde und es sieht einfach unfassbar geil aus. Muss ich einfach sagen, hör auf, das leckt schon so sehr. Bitte nicht. Es sieht einfach unfassbar geil aus. Und ich zeige euch jetzt mal, von wem das hier ist. Und zwar, da haben wir es. Und zwar vom Crafting Gaming. Ja, und es ist natürlich allseits bekannt. Der Crafting Gaming war auch schon mal ein paar Streams dabei. Der Crafting Gaming kann auf jeden Fall Kirmesgeschäfte bauen. Ganz klar. Crafting Gaming, danke auf jeden Fall für deine ganzen Einsendungen. Über die ganze Zeit jetzt schon. Und immer wieder neue. Finde ich richtig geil. Und echt, Chuck-Güzel, einfach richtig nice. Vor allen Dingen, dass du auch an diesen Turm gedacht hast. Und zwar, da habt ihr den Big Ben, Freunde. Richtig geil. Also wirklich einfach diese ganze Thematik echt getroffen, wie beim echten Jekyll and Hyde von Thelen. Richtig, richtig nice. Der Big Ben hier vorne. Nein, hier vorne, der Big Ben. Der Mittelturm, der Mittelmast hier von dem ganzen, da ist ein Big Ben dran. Ja, und ja, genau, die Telefons habe ich schon gesehen, da kommt Feuer raus, ne? Du hast auf den Knopf gedrückt, da kam Feuer raus. Das war der letzte oder vorletzte? Warte, ich muss mal hier hinsetzen, so. So, der letzte oder vorletzte? Ich muss ja mal XXXX drücken, damit ich hier reingucken kann. Stimmt, da ist ja eine Uhr, die ist mir gerade gar nicht aufgefallen, aber die ist echt schick geworden. Da, Feuer. 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 Jo, du kannst ja erstmal ein bisschen rösten hier. Auf jeden Fall richtig, richtig gut getroffen. Aber jetzt zeige ich euch erstmal die anderen Fahrgeschäfte, von wem wir die natürlich haben. Müssen wir ein bisschen runterscrollen. Hier kommt noch mal ein bisschen was. Ich habe hier noch drei weitere. Ich habe auch ein Chaos-Panel bekommen von Creeperzock. Aber, mein Guter, es funktioniert nicht, denn du schreibst deine Mods immer unten rein. Und wenn ich die suche, dann finde ich dann meistens drei, vier Mods, die den gleichen Namen tragen. Du kannst bei Steam selber, da hast du ja sicher schon mal Links und so, da kannst du auch Mods einfügen. Da steht da, dass du da was hinzufügen kannst. Und dann öffnet dir automatisch eine Liste von deinen Mods, den du gerade installiert hast. Dann kannst du die alle auswählen. Ich kann draufklicken, komme auf die Mod-Seite von dem Mod, den du da benutzt. Mach das bitte so, Ulan, lieber Creeperzock. Dann kann ich auch endlich mal deine Sachen angucken. Weil ich weiß, du kannst es auch. Deswegen, schade, aber was soll man machen? So, wir haben hier den Jekyll and Hyde. Dann haben wir hier ein gutes Chaos-Pendel, Freunde. Ja, Chaos-Pendel ist ja relativ neu. Also, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich habe das so mitbekommen von Maurice, der ja auch den Nicer gebaut hat für mich. Verlinke ich euch gerne oben rechts. Da sah es so aus, hat sich so angehört, als wäre das neu.
Also, schauen wir uns das gleich mal an. Und dann haben wir hier natürlich noch einen anderen Jekyll Hyde, und zwar von dem Henry Kirmes-Fan. Der hat auch eingebaut, und da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Denn Jekyll Hyde finde ich sehr, sehr cool. Ich habe das ja in Hannover gesehen, aber ich bin so ein Angsthase, ich traue mich da nicht rein. Wer von euch war schon mal in Jekyll Hyde oder in einer anderen Art von so einer Maschine? Schreibt das mal in die Kommentare, Freunde, das würde mich echt mal interessieren. So, und jetzt gehen wir mal zum Chaos-Pendel, mein lieber YOLO. Jetzt bist du an der Reihe, du. Jetzt, ich schüttel dich durch, du. Muss ich damit fahren? Ja. Oh, Kacke. Komm, los geht's. Muss reinsteigen. Ich? Jawoll! Na gut, Steig ein. Okay, ich, warte, ich hab, Lebensversicherung. Warte mal, du hast hier gerade noch einen Knopf gedrückt, ne? Ja, aber ich habe auch wieder zurückgemacht. Ne, den habe ich nicht gedrückt. Wah! Galle! Lol, das fängt ja schon an! Hilfe! Hilfe! Okay! Haha! Hat das ja moin! Nee, hat's. Alter, das sieht da krass. Warte, ich geh mal nach außen. Ich muss mal von außen angucken. Nice! Alter! Klasse! Oh. Auch mit dem ganzen Licht, wie cool ist das denn? Ich könnte vielleicht. Warte mal, da muss ich gleich einen Screenshot von machen. Tüte, Kalle, Tüte! Oh. Warte. Oh, ja, jetzt muss ich wieder warten. Nein! Hey! Jetzt falle ich einfach runter. Jump'n'Run Profi, gleich null. Das ist ja nichts Neues. Nee, der kann er wieder. So. Warte. Und dann. Du hast ja nicht mal die Sicherung zugemacht. Lol. Hilfe! So, ich habe erstmal ein paar Screenshots gemacht. Auf jeden Fall, wow. Einfach nur, wow. Das Chaos-Panel sieht ja mal mega Hammer aus. Alter. Jetzt muss ich mal gucken, von wem war das nochmal? Jetzt bin ich so doof. Das habe ich doch eigentlich gesagt, aber ich bin wieder so, auch von Crafting Pad. Habe ich mir aber schon fast gedacht. Ja, moin, Alter. Wie gesagt, Crafting Pad ist echt krass, was so Sachen angeht. Muss man ehrlich sagen. Halleluja. Boah, nur er benutzt halt manchmal sehr viele Mods. Das ist das Einzige. Aber sonst, ey, krass. Chaos Panel, gut getroffen, muss ich sagen. Also, wie gesagt, ich habe das Video gesehen und ich als Laie, der da nicht so ein krasser Kirmes-Verrückter ist wie manch andere von euch da draußen. Krass. Also, ich finde es auf jeden Fall mega, mega nice. So, YOLO, dich lassen wir da oben jetzt hängen. Jetzt gehen wir erstmal hier in den guten Jekyll and Hyde hier rein. Kann ich mitleben. Also, mach's gut, ne? Ciao. Aber modstechnisch ist das echt krass gewesen. Huch. Hat mir ja gerade eben beim Laden, ich wollte so beim Galle drauf joinen und mein Spiel so, ne. So, nee, pass auf. Dann spring da mal runter, lass mal einfach laufen, das gute Stück. Aber ich habe Angst, ich will nicht runter und so, ne? Ich kann doch. Bleiben und ich bin eine reizende Dame und ich bleib hier am besten. Eine reizende Dame. Was soll das denn jetzt heißen? Bei dir bin ich etwa nicht reizend? Ja, das wenn man dich anguckt, das reizt die Augen, das ist richtig. So, also, ich würde sagen, du setzt dich jetzt da auch mal rein. Das L steht für reizend. Hä? Achso, okay, dann setze ich mich halt wieder in den Jekyll rein. Okay, ja moin! Ja moin! Was ich, also die Gebäude sind ja ganz schön, aber was ich halt echt blöd finde, ist, ich habe von dem Fahrerhäuschen... Du hast immer sehr schlechten Ausblick, das stimmt. Ja, ich sehe halt echt nur hier so nach vorne, das ist halt so... Drück einfach mal alle Knöpfe durch. So, ja, okay. Ich fahre jetzt in die andere Richtung. Ja, hup, hup. Aber ich fahre nicht. Warum fährst du nicht? Was fehlt? Weiß ich nicht. Vielleicht Stoff? Jetzt? Nee. Das da? Nee, das waren die Treppen. Das da? Nee. Du hast, glaube ich, beide Düsen an. Ich weiß aber nicht, welche Knöpfe jetzt die Düsen sind. Ah. Oh, jetzt passiert was. Jetzt passiert was. Aber war immer noch eine Düse zu viel an. Ja, muss mal durchtesten. Ich glaube zwei oder so. Ja, oh, jetzt geht's hier ein bisschen Party. Ich glaube, dass es gerade bergab geht. Prüfen wir gerade noch die Düsen. Also wenn du jetzt gerade so oben bist, dann geht das ganz gut. Oh ne, die ist es nicht. Dieses Mal auch nicht. Wieder könnte es sein. Ne, das waren wieder Treppen. Was macht diese Treppe? Ich weiß gar nicht, wo die auf und zu geht. Egal. Warte, ich bin neu im Job. Ja, ich hab's gleich. Ah, jetzt hab ich's. Okay.
Boah, Alter, vor allen Dingen, Alter, wie knapp das ist mit dem Chaos-Pendel. Das ist nicht viel Platz dazwischen, ne? Also, da war der Kirmesveranstalter und Berechner Kalle ja mal ganz gut, ey. Das muss man sich auch, wenn Eigenlob stinkt, aber muss man sich immer selber auf die Schulter klopfen. Ja, da habe ich das auch ganz gut geschafft. Ja, vielleicht sollte ich anfangen, für Schützenfest Hannover zu arbeiten und da die Kirmesgeschäfte zusammenzusetzen. Dass das alles gut gepasst, ja. Ja, dann wird es wahrscheinlich alles Mord und Totschlag. Weil ich würde das nämlich so machen, zum Beispiel so ein Pendel würde ich so nah an ein anderes kleines Fahrgeschäft wie ein Breakdancer ranstellen, dass wenn der dann pendelt, dass die Leute dann teilweise über den Breakdancer richtig hängen und wenn die kotzen, damit es richtig auf den Breakdancer runterfällt. Das wäre doch voll lustig. Auf den Breakdance. Das heißt ja nicht Breakdancer, sondern Breakdance. Ja, oder auf den Commander oder so. Obwohl, der Commander ist ja überdeckt, glaube ich, ein Teil, ne? Glaube ich. Aber Shake and Roll zum Beispiel, das ist wieder offen. Ja, dann hängst du da, wenn er durchgestreckt ist auf 90 Grad, ja, dann, also, ne, von unten und dann 90 Grad nach oben. Das heißt, wenn die dann ausgerichtet sind und dann alles beim Breakdance oder beim Shake and Roll, alles so auf die Köpfe von den Leuten. Na, geil! Toll. Tolle Kirmes. Die geht auf jeden Fall echt ab. Ich sitze gerade hinter dir. Ja, ich sehe es gerade. Wir backen beide rum. Ne, wenn ich reihe, bekommst du alles ab. Na toll. Henry Kirmes-Fan? Geiler Jekyll und Hyde auf jeden Fall. Mega nice. Und der hat auch du hast auch an den Big Ben gedacht, sehe ich gerade. Wow. Schick. Tschüss, Jodo. Tschüss. Also mach's gehört gut. Dieses... Ist ja dieser Big Ben, hat er einen gewissen Hintergrund? Nee, das gehört dazu. Oder ist das jetzt nur... Es gibt nur diesen einen Jekyll and Hyde. Ah, okay. Es gibt dieses Entschuldigung, da kann man Rülpser mit. Jo, es gibt einen Jekyll and Hyde und zwar ist er von der Familie Thelen. Und das habe ich jetzt mittlerweile mir gemerkt, ja. Also jetzt nicht, dass ihr denkt so, boah, krass, Kalle, der kennt sich richtig aus. Ja, das war das Einzige, wo ich weiß. Sonst weiß ich nicht, wie die Leute heißen. Da bin ich ein bisschen begriffsstutzig und lernbehindert. Aber das gehört auf jeden Fall dazu. Wenn du jetzt mit dich umdrehst zu dem, was wir zu WR saßen, so sieht er eigentlich aus. Hat Crafting Gaming auf jeden Fall sehr detailgetreu nachgebaut. Und hier, der ist ja ohne Mods. So, und ohne Mods natürlich auch sehr detailgetreu getroffen, also muss man einfach sagen. Sehr schön und vor allem, ich denke mal, der ist auch sehr performance-mäßig gebaut. Ja. Ja, da kann man meinst ja performance-sparend? Ja, meine ich. Genau. So, auf jeden Fall... Na gut, dass ich... Alter, ohne Witz, hast du das gerade gesehen, dass hinten dieser eine Teil richtig geknickt ist? Ey, das ist eine gerade Fläche. Hui. Nee, ist es nicht. Ach, er hat die B-Rings gemacht. Jetzt, ach so. Nee, Alter, ich hab mir schon gedacht. Das sind mehrere. Auf jeden Fall, Freunde, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, auf jeden Fall, gebt einen Daumen nach oben, teilt es, erzählt es euren Freunden, erzählt es in der Schule rum. Und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video. Jetzt geht's nämlich langsam wieder... Klickt langsam wieder los. Ihr wisst ja, ich sage es jedes Mal und dann kommt. Also es kann natürlich sein, dass immer ein paar Tage zwischen sind. Ich werde natürlich versuchen, das irgendwann so hinkriegen, alle zwei Tage. Aber wie gesagt, ich muss halt natürlich gucken, Server und sowas muss auch gemacht werden wegen Minecraft und so, weil da soll ja auch bald was kommen wieder für die ganzen Minecraft-Verrückten, weil ich weiß, unter euch sind ja einige, die auch Minecraft möchten und langsam habe ich auch mal wieder Bock, ein bisschen was zu bauen. Einfach ein bisschen kreativ mich auszuleben, was schönes Haus bauen. Das, was ich ja in Script Mechanic unfassbar gerne mache. Ich liebe es, in Script Mechanic irgendwelche Gebäude zu bauen. Und deswegen, ich glaube, Jolo, wir müssen auch langsam, wenn der Bunker nicht klappt, müssen wir leider ein neues Projekt machen. Oder wir spielen stattdessen Minecraft. Weil wir haben ein großes Problem im Bunker, Freunde. Zumindest meistens. Wir haben ein großes Problem im Bunker, Freunde. Und zwar, wir können den Bunker nicht mehr laden. Er sagt uns, dass ein Mod fehlt. Oder mehrere. Beziehungsweise oder mehrere. Sie werden wahrscheinlich nicht mehr richtig unterstützt. Ja, und das Problem ist natürlich dann, unser schöner Bunker ist weg. Und dann müssen wir natürlich noch ein Video machen in Erinnerung an den Bunker. So richtig mit trauriger Musik. Ja doch, das müssen wir machen. So richtig. Oh, der arme Bunker. Oh, RIP 2018. Er war doch so jung. So. Ja. Also, ich würde sagen, in diesem Sinne, haut da rein. Ja, lass mich in Quatschgruppe erstmal hier. Ich bin jetzt weg. Also, wir sehen uns. Macht's gut. Auf Wiedergeschauen. Ciao. Alter, wie eine Katze gerade das Ciao. Ja, moin.